Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück bei unserem Heinrich. Es regnet in Strömen und wir sind kurz vor der Rückkehr in unser Heimatdorf. Und schon aus der Ferne sieht es ziemlich schrecklich aus. Wir haben eben einen Banditen getroffen. Wir sollten wirklich vorsichtig sein. Hier sind Soldaten. Wisst ihr was? Wir gucken jetzt doch mal, was der so bei sich hat. Vergammelten Apfel, ein bisschen Proviant und so weiter. Vermutlich sind die schon geplündert worden, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oh, der hat aber noch ein gutes Brot dabei. Kommt, das nehmen wir kurz nochmal mit, wer weiß. Aber die sind vermutlich, also die Wertsachen sind... Gütiger Gott, das ist der Köhler. Ach Gott. Den hat's erwischt hier. Als er gerade das Dorf verlassen wollte. Vielleicht wollte er noch fliehen mit seinen ganzen Sachen. Das könnte auch sein. Der hat es nicht geschafft. Und hier? Kennen wir die? Vielleicht. Da ist schon wieder jemand. Oh Leute, jetzt bin ich aber ein bisschen vorsichtiger. Ich werde jetzt mal direkt das Schwert ziehen. Hey! Nein, lass mich in Ruhe. Bring mich nicht um. Ich hab nichts. Hallo? Wer hat jetzt da eben was gesagt? Hat der weggelaufen ist, hat der da rumgejammert? Oder war hier noch jemand? Vielleicht hat er Schiss bekommen, weil wir mit dem Schwert hier rumgelaufen sind. Was hat er hier gemacht? Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Schaut mal, da hinten geht er. Da vorne hängt noch jemand am Galgen. Okay. So, ein Bildstock. So, wartet mal, was ist da jetzt der normale Weg? Geradeaus hier direkt, okay. Da geht's dann ins eigentliche Dorf. Wer ist da? Was machst du denn da? Hallo? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Verdammt! Schon wieder so ein Bandit. So, du hast eine Axt, okay? Au! Immer. Nimm das. Du Schuft. Jesus Christus. Ja. Verdammt. Was macht ihr alle? Kann ja nicht wahr sein. Wir haben eine neue Stufe erreicht. Oh. Also ich will die nicht alle abmurksen. Leider ist hier keine Gerichtsbarkeit oder sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Na, ich weiß nicht. Bekommt uns langsam die Wut? Vielleicht. Ich glaube, wir werden jetzt mal konsequenter hier sein. Nein, vergiss es. Jetzt stirbst du. Kurva. Okay. Am besten noch unsere Eltern hier plündern. Soweit kommt's noch. Was hat er bei sich? Edle Schuhe hat er. Okay, jetzt wird's insofern ein bisschen schwierig, weil wir jetzt Zeug... möglicherweise auch abwerfen müssen von den Sachen, die wir haben. Plattenellenbogen, Kacheln, Jagdhandschuhe, die sind extrem wertvoll. Die nehmen wir mal mit. Die edlen Schuhe auch. Und diese Dinger? Ich weiß nicht. Lassen wir ihn mal. Jetzt sind wir allerdings überladen. Jetzt müssen wir uns das mal angucken. Schauen wir erstmal... Die alten Stiefel, die edlen Schuhe sind auf jeden Fall besser. Die sind richtig gut. Ich würde mal sagen, die alten Stiefel schmeißen wir direkt weg. So, die Armschienen, die sind so wertvoll. Die möchte ich ungern wegschmeißen, ebenso wie die Jagdhandschuhe. Dann müssen wir was von unseren Bögen hier mal wegwerfen. Oder vielleicht Pfeile, ich weiß nicht so recht. Ach komm, wir werfen jetzt hier diesen... rustikalen Ulmbogen weg. Schaut mal, hier ist das übrigens nicht mehr als Diebesgut markiert. So.
Schön wäre, wenn wir irgendwie eine Truhe oder sowas jetzt nutzen könnten. Oder wenn wir irgendwie mal einen Ort finden, wo wir ein paar Sachen hinterlegen könnten. Aber wir sind überall Banditen, Leute. Oh Gott, das ganze Vieh. Die Rauchschwaden. Da oben ist das Tor. Und man hört überall nur die Krähen oder Raben. Die Totenvögel gewissermaßen. Was ist das? Wir kommen hier nicht rein? Okay. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Ja, hinten, da wo wir geflohen sind. Ja, natürlich. Oder über diesen Eingang. Aber vielleicht gehen wir hier oben entlang. Gewissermaßen auf dem gleichen Weg zurück. Versuchen wir mal den Weg. Hier kommen wir gar nicht mehr weiter, doch. Ich laufe mal ein bisschen. Hier treffen wir möglicherweise auch nicht auf weitere Banditen. Weil hier gibt es nichts zu plündern. Außerdem haben wir ein bisschen bessere Sicht auf die Dinge. Kann man was erkennen? Oh, die Häuser sehen gar nicht geplündert aus. Schaut mal, die sind noch ziemlich intakt da unten. Verwunderlich. Der Regen nimmt zu, das Gewitter auch. Vielleicht lebt dort unten ja noch jemand. Wir gehen mal runter. Ei, ist ganz schön rutschig hier. Die Felsen entlang. Okay. Hallo? Lebt hier noch jemand? Hier war doch der Ort, wo wir Theresa gesehen haben, wo sie so massiv bedrängt wurden. Ist da jemand? Nee. Schauen wir mal. Ob man irgendwas findet. Hallo, Theresa? Ist hier jemand? Alles zerbrochen, alles geplündert. Es sah nur äußerlich intakt aus. Immerhin nicht angezündet. Aber was nützt das jetzt noch, wenn niemand mehr hier wohnen kann? Okay, dann gehen wir den Pfad hoch. Der müsste genau dorthin führen, wo wir heruntergekommen sind. Dieser geheime Pfad. Ihr erinnert euch. Beeilen uns jetzt ein bisschen. War es hier, wo ich hinabgestiegen bin damals? Ich glaube ja. Mal kurz einen Blick runter. Ach so, der Pfad windet sich hier so ein bisschen hoch. So, die Burg ist genauso angebrannt, angezündet worden. Die haben hier echt kurzen Prozess gemacht. Kommen wir hier rein? Oh nee, Leute. Sagt mir jetzt nicht, hier ist auch alles. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt! Ja, also wenn ich die Karte jetzt richtig interpretiere, gibt es noch hier einen Weg rein, da einen Weg rein. Ich meinte, intuitiv würde man versuchen, hier über die Palisaden zu kommen. Aber ich denke, wir versuchen jetzt mal diesen Eingang. Ja, hier kommen wir natürlich jetzt nicht raus, müssen wir einmal wieder rum. Kommt
hier lang. Bisschen springen. Na, komm, wirst du wohl? Nee. Da ist es wohl nicht möglich. Und hier? Ja, hier geht's. Springen wir hier über die Felsen. Ziemlich anstrengend das Ganze. So, hier war das Holzfällelager. Aber hier gibt es offenbar auch keine Überlebenden. Hier brennt noch das Feuer. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, im Moment keinen Hunger. Ich denke nicht, dass das jetzt ist das, was wir tun wollen. Nein, lass uns hier weiterlaufen. Auf welcher Höhe sind wir denn jetzt hier? Okay, da hinten, alles klar. Ja, jetzt sagt mir nicht, dass da auch zu ist. Ob die absichtlich diese Eingänge hier versperrt haben? Merkwürdig. Also, wir müssen jetzt hier komplett nochmal außen rum. Da ist noch eins. Ja, und das hatten wir, das war ja zu, ne? Also Leute, wenn wir da nicht reinkommen, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir nochmal den gesamten Zaun absuchen. Oder, ich meine, man könnte auch versuchen, hier einfach rüber zu klettern. Vielleicht geht das ja auch. Nee, das macht er nicht. Wirklich hoch ist die Palisade nicht, aber okay. Okay, hier kommen wir rein. Hier sieht's aus. Da ist noch wieder jemand. Ich muss jetzt einfach mal das Schwert ziehen. Man kann sich jetzt nicht sicher sein. Was machst du da? Wir können uns auch mal ranschleichen. Meine Gebete wurden erhört. Verdammt. Verdammt. Scheiß Knüppel. Willst du uns kommen hier? Verdammte Plünderer! Oh, hält ein bisschen länger durch. Wieder Ausdauer ein bisschen. Mann! Was sind das hier für Leute? Da kann man ja echt die Wut bekommen. So, was hat der? Was bringt denn so eine Bunthaube? Der hat einen Ringelboom. Oh, das ist ja richtig gut. Verband hat er ordentlich. Ein Lederwams. Ah, den würde ich natürlich gerne reparieren. Der sieht gut aus. Ist aber sauschwer. Und eine geteerte Jacke. 14 wiegt das. Das ist ja Wahnsinn. Was bringt das Ding? Gepolsterte Haube bringt auch ein bisschen Verteidigung. Puh, warum nicht? Nehmen wir das auch noch mit. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir zu viel tragen. Leute, auch wenn das jetzt komisch ist, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, was ist von Wert und was wiegt viel. Also diese, zum Beispiel diese Jagdpfeile, die wiegen jeder 0,1. Das ist schon eine Menge. Ich glaube, die werde ich alle mal fallen lassen. Hilft jetzt nichts. Ich hoffe ja das andere, dass wir das noch irgendwie vernünftig verkaufen können. So, und jetzt kommen wir hinein hier. Oh mein Gott, das sieht ja hier wirklich... Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Oh. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen, hast sie nicht im Stich gelassen.
wie ich. Irgendwo liegt hier, glaube ich, auch Bianca, glaube ich. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Ja, wir gucken nochmal. Ich suche irgendein Erinnerungsstück. Biancas Ring. Den werden wir mitnehmen. Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. So, und jetzt unsere Eltern? Das war doch hier. Irgendwo beim Aufgang dort zum Tor. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden, mich um euch kümmern. Kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen? Ja. Wir haben sie gefunden. Falls ihr euch wundert, die Cutscenes sind teilweise extrem leise, was die Abmischung der Sprachausgabe betrifft. Ich habe das schon auf Maximum gestellt. Es liegt nicht an der Aufnahme. Das ist nicht ganz so gut gemacht. Okay, Leute, wir müssen eine Schaufel finden. Ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen eine makabre Quest jetzt hier. Wie beim Adventure jetzt so, suche Schaufel, ich weiß nicht. Na gut, versuchen wir mal. Ich weiß nicht, der natürlichste, logischste Weg wäre ja, jetzt mal bei uns im Elternhaus zu schauen. Ich meine, jeder Haushalt hat irgendwo eine Schaufel, oder? Hier bei der Schmiede vielleicht eine. Oh, schaut euch das an. Alles zerstört, alles kaputt gemacht. Man hätte ja auch denken können, vielleicht hätte der Ort eine strategische Bedeutung. Dann hätte man nicht alles zerstören müssen. Aber das war durchaus eine Art, Krieg zu führen, muss man mal so sagen. Die ökonomische Grundlage des Feindes zu zerstören. Plündern, brandschatzen, Zivilisten töten. Das war
eine der Hauptbestandteile in der mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Kriegführung. Das ist schon ganz richtig. So, Leute. Hier ist zumindest der Ort, wo sie begraben werden wollen. Unter der Linde. Diesen Wunsch werden wir ihnen natürlich erfüllen. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Auf jeden Fall. Steht hier ein bisschen Werkzeug? Oder im Garten? Das wäre ja auch nicht ganz unlogisch. Ansonsten gucken wir gleich natürlich im Haus. Nee. Halt, hier kommen wir nicht durch. Mal schauen. Noch irgendwas im Haus heil geblieben ist, Leute. Ist noch gar nicht lange her. Da haben wir gelegen und geschlafen. Hier ist ein Besen. Okay. Gut. Auf den ersten Blick erstmal keine Schaufel zu finden. Da müssen wir uns dann im Dorf auf die Suche machen. Ich denke, es ist sowieso sinnvoll, vielleicht doch noch nach irgendwelchen Überlebenden zu suchen. Das wäre jetzt auch der natürlichste Weg. Puh, ja. Dann werde ich mich hier ein bisschen mal unterstellen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.